Als viertes der fünf Bretter im Partyhelfer-Modus geht es wohl zum Mototrom. Anscheinend haben wir da rechts die für uns noch unbekannte Bowser-Map. Die werden wir also im Partyhelfer-Modus zusammen kennenlernen. Aber ich wundere mich ein bisschen, ja. Rechts unten und links oben ist genug Platz für das Westernland und das Himmelreich aus Mario Party 1 bzw. 2. Wird es das hier doch noch irgendwie geben oder nicht? Und wenn nicht, warum sind dann rechts die Kakteen zu sehen? Einfach nur, weil das wäre dann halt da. Wir werden es ja merken. Okay, Leute. Los geht's. Jetzt also der Mototrom. Mit weniger Aufträgen, das wundert mich. Aber trotzdem sind es ja wahrscheinlich 60 Sterne, die wir da haben wollen. Oh je, das Kabel ist durchgebrannt. Ist ja eine sehr simple Strecke. Ich frage mich sowieso, was hier überhaupt der Fall sein soll. Ne? Also, den Modus hier zu verpacken, dürfte nicht ganz einfach für die Entwickler gewesen sein. Meisterwürfler Mototrom. Ja. Hallo, danke, dass du uns helfen kommst. Mit den Aufträgen, die wir hier für dich haben, kannst du dir 30 Ministerne verdienen. Mach dir um die Ministerne keine Sorgen. Die werden nicht wieder gestohlen. Wir werden sie beschützen. Ich mache mir keine Sorgen. Niemals. Wir alle werden auf die Ministerne aufpassen. Das Glas ist bereits hier aufgeladen, damit wir im Notfall flüchten können. Also sei ganz entspannt. Ich werde es ausbaden, keine Sorge. Siehst du, es kann gar nichts schief gehen. Du kannst sofort damit beginnen, uns zu helfen. Also los an die Arbeit. Ich bin nur zum Schuften hier, ja? Ich habe nicht genug Flaggen, die ich den Zuschauern zum Anfeuern geben könnte. Flaggenflitzplanet. Flaggen zum Anfeuern? Ich sag mal so, ne? Wenn du erstmal allen Zuschauern irgendwie eine Flagge in die Hand drücken sollst, das wird ja eh nichts, ne? Das kommt ja nicht von Herzen. Das sind keine Ultras dann. Okay, gegen CPUs mache ich mir weniger die Sorgen. Genug Flaggen für alle hier. Aber die haben ja nichts. Tomaten auf den Augen. Guck mal, wie viel hier noch offen ist. Ich glaube, hier oben ist einfach alles noch da. Ist ein Ding, ne? Ist ein Ding. Da völlig ohne System. Noch 11. Merkst du mal, das wäre eigentlich schon längst vorbei gewesen. Ich weiß nicht, ob es sogar Sinn macht, vielleicht auf die anderen ein bisschen zu schielen, ob man da was im Winkel erkennen kann, aber... Du kriegst jetzt sogar Tipps. Du kriegst jetzt sogar Tipps, wo noch was ist. Weil es so lange gedauert hat, das hatte ich bisher noch nie in dem Spiel. Ja, keine Kunst. Es braucht sich keiner im Party-Helfer-Modus rühmen. Online zählt's. Aber ich mag das Spiel irgendwie trotzdem. Wow, so viele Flaggen, die sollten definitiv reichen. So, und ich muss jetzt hier wirklich zu Fuß lang latschen. Normalerweise gibt es hier doch Autos. Geht direkt in den Boxenstopp. Kann ich mit euch reden? Hallo? Dieses Transparent ist cool, oder? Wer von uns damit angefeuert wird, der kann einfach nur gewinnen. Ich weiß nicht, was es aussagen soll, ne? Also, ich weiß nicht, wie sich da angesprochen fühlt durch dieses Transparent. Roto-Klatschanlage. Lust auf eine Runde an der Roto-Klatschanlage? Nur zu, das Stadion wartet. Wahrscheinlich, haltet euch fest, so im Versus-Mode, so 1 gegen 1 irgendwie das beste Minispiel dieser Mario Party. Weil das so taktisch geprägt ist. Das sagt viel über die Psyche aus. Du musst planen können, du musst vorhersehen können, du musst antizipieren. Ne, wirklich, das Spiel ist simpel, aber klasse. Wenn da erstmal deine 100 Münzen von abhängen, immer wieder ein Vergnügen. Ne? Also dadurch, dass es hier weniger Aufträge gibt, ich glaube, wir kriegen das wirklich schneller unter die Kette. Prima, du warst nicht nur unser fähigster Robotlatschkunde, sondern auch unser erster. Als Premierenpreis erhältst du 2 Ministerne. Vielen Dank. Keine Sorge. Wir werden hier all deine gesammelten Ministerne bewahren. Ja, ich bin mir sicher, es wird ein Boss kommen, der euch alles abnimmt.
Ich muss noch dies tun und jenes und überhaupt, Mann, ich habe echt noch so viel zu erledigen. Na gut, zu denen muss ich dann wohl später. Lust, an meinem Quiz teilzunehmen? Probieren wir es. Hurra, Zeit für eine flotte Fragerunde. Was findet an diesem Ort normalerweise statt? Autorennen. Richtig. Mit welchem Item kommt man rasend schnell voran, weil man vierfach würfeln darf? Nennt sich das Turbo-Würfel? Muss ja. Ich würde einen Vierfach-Würfel bezeichnen, aber Turbo-Würfel, ja. Du hast die goldenen Reifen angeschraubt. Womit könnte man beschreiben, was mit einem Rennwagen passiert, wenn du auf dem Bolidenkatapult landest? Abflug, Zuhauen, Zutreten, Attacke. Abflug. Wie viele Würfel-Items kannst du am Würfelstand höchstens auf einmal erhalten? Am Würfelstand? 3. Ich weiß jetzt nichts von einem Würfelstand, aber man kann ja nur bis zu 3 Items tragen, also 4 wäre Quatsch gewesen. Wir meinen vermutlich dieses Item-Aufstock-Dingens, oder? Sind die Felder hier nicht etwas größer als die anderen? Wofür sollen sie Platz bieten? Für 100 Spieler? Purzelbäume? Sind die nicht groß? Rennwagen. War das nicht auch so ein Ding? In Mario Party 1 sind die Felder generell sehr, sehr klein. Und schon in, ja, in 2 auch, oder? Ich glaube, in Mario Party 3, 4, 5, da habe ich auch gesagt, warum sind die Felder jetzt so riesig eigentlich? Was hältst du am Zielbogen als Bonus für das Absolvieren einer Runde auf der Rennstrecke? Am Zielbogen als Bonus für das Absolvieren einer Runde? Ja, wie immer, Münzen. Kurz überlegt, ob eine Fangfrage dabei ist oder so. Was tauscht die Standorte, wenn der Tauschomat aktiviert wird? Die Itemläden. Ja, das haben wir auch schon kennengelernt. Heute machen wir das Quiz zu Beginn, Alter. Wer ist der Bereich der Rennpiste, in dem sich der Würfelstand befindet? Boxengasse. Aha, ist wirklich das gemeint gewesen. Ja, verstehe. Also wie viel hast du nur noch? Der Wahnsinn. Wer poliert, sind es immer 10, hä? Wer poliert deinen Wagen beim Halt am Würfelstand? Coopers oder sind es doch Paracoopers? Die haben roten Panzer. Wobei, ne, das hat Tinker auszusagen. Aber Flügel. Flügel sind der ausschlaggebende Punkt. Was für ein besonderes Boot schwimmt hier im See? Yoshi-Boot? Plessy-Boot? Dory-Boot? Oder Blooper? Ich sag Dory. Ich meine, ich habe was Blaues gesehen. Also Plessy ist das orangene Ding aus Mario 3D. Und Dory ist dieses... Ja, das Dory gab es auch in New Super Mario Bros. DS, wenn mich nicht alles täuscht. Und Dory ist quasi so dieses Ungeheuer von Loch Ness aus Mario 64. Nur mit einer Brille. Oder ich glaube, in Mario Odyssey gab es auch beide. Nee, in Mario Odyssey gab es auch Dory. An dem Küstenland. Hey, ich bräuchte einen Turbowürfel. Damit kann man in irrwitzigem Tempo vorankommen. Schon davon gehört? Ich soll damit eine Testfahrt machen, aber ich habe noch gar keine Zeit, mir einen zu besorgen. Könntest du mir einen Turbowürfel am Würfelstand besorgen? Der ist so ziemlich am Anfang der Boxengasse. Nicht vergessen, was ich brauche, wird als Turbowürfel bezeichnet. Anfang der Boxengasse? Ja, dann los. Der Stand, der so viel zu tun hatte? Ganz recht. Du brauchst einen Würfel für eine Testfahrt? Was genau soll es sein? Hyperwürfel, Trumpfwürfel, Turbowürfel, Tempowürfel. Ein Tempo? Ja, ich habe genug Taschentücher einstecken, das ist kein Problem. So. Machen wir das doch direkt, wenn du gar nicht so weit entfernt bist, ne? Wow, danke für die Würfellieferung, was mir echt eine Riesenhilfe. Möchtest du vielleicht zur Testfahrt antreten? Oh, Moment, seine Grausigkeit Bowser ist am Zielbogen zugange. Solange er sich da herumtreibt, kann niemand fahren, sonst gibt's Ärger. Würdest du ihn fragen, was los ist? Bowser am Zielbogen? Ist hier nicht das Ziel? Egal, war Luigi. Hey, Herzchen, fühlst du dich flippig? Willst du mal rausfinden, wie sehr dir Flipp am Blut liegt? Los, nur ran! Oh nein, oh nein. Das ist ewiglich lang. Wir hatten es ja schon mal und auf dem Thumbnail zu sehen. Stimmt, das musste ja drankommen, ne? Das geht ja gar nicht ohne. Ja, hier gegen die CPUs hätte ich gesagt, lass das Bild gerne groß, damit ich auch was erkennen kann. Aber es ist mir halt nicht vergönnt. Naja, dann haben wir ein bisschen Spaß in den Bergen. Und was macht ihr so?
Ja, dann lass uns unterhalten über Mario Party an für sich, ne? Also es ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich finde es so viel empfehlenswerter als Super Mario Party. Was ja nur mit Joy-Cons funktioniert hat. Jedem sein Geschmack. Aber Super Mario Party hat ja auch sehr viel weniger Bretter. Nämlich nur 3 und ein freispielbares. Macht summa summarum 4 Bretter. Und die waren wirklich alle winzig, ne? Das wollen wir auch nochmal dazu sagen. Als hätte zu diesem Zeitpunkt ND-Cube vergessen, warum man eigentlich so viel Spaß an Mario Party hat. Es gab Sachen, die haben da Spaß gemacht, wie das Floß, ne? Aber die Bretter waren auch noch wirklich winzig, haben nichts geboten, also das würde ich nicht empfehlen. Und trotzdem ist es das meistverkaufteste Mario Party auf der Switch, was einfach nur daran liegt, weil es das erste war, das für die Switch rauskam. Alle anderen verkaufen sich zwar auch gut. Wir wissen es bisher nur von Mario Party Superstars. Aber natürlich nicht so krass. Und dabei ist Mario Party Superstars so viel besser. Ein richtigen Online-Modus, auch für Bretter. Gab es ja bei Super Mario Party nur für ein paar Minispiele. Es war halt auch so, dass die im Vorfeld gesagt haben, jo, du kannst jetzt Mario Party online spielen. Alle haben eine präzise Vorstellung davon, wie ein Online-Modus in Mario Party aussieht. Und am Ende des Tages... Ende des Tages kommt halt nur so ein Schmock. Man hat nur ein paar Spiele verfügbar, noch immer im selben Rhythmus, also immer dieselben Minispiele hintereinander. Das konntest du nicht zählen lassen. Dann haben sie es für Mario Party Superstars geändert und richtig gemacht. Und auch gute alte Spielbretter. Und ich habe das Gefühl, durch die Spielbretter hat ND-Cube oder wie sie jetzt heißen, Nintendo Cube eben auch wieder zurückgefunden zu vernünftigen Brettern. Also es war gar nicht so schwierig. Wenn sich da ein paar kluge Köpfe an den Tisch setzen und sich überlegen, was für Spielbretter könnten wir machen, dann kriegen sie da schon was Vernünftiges auf die Kette. Sie hatten einfach nur vergessen, was der Spaß ausmacht. Also ich meine, man muss auch sagen, Mario Party 1 bis 8 wurden ja auch von Hudson Soft entwickelt. Bin ich denn? Und danach von ND-Cube. Und ND-Cube hatte irgendwie wahrscheinlich versucht, was Eigenes zu machen. Wisst ihr, die haben alles Mögliche mit Mario Party Island Tour, Mario Party Star Rush, wo du rumgelaufen bist, die Sterne sammeln. Nicht so wie hier. Ich dachte, es wäre hier so. Oder Mario Party 9, dass alle Spieler im selben Boot sitzen, im selben Auto. Was eine Idee war. Mario Party 10, was natürlich versucht, das Gamepad mit einzubinden. Und da gab es ja auch diesen riesigen Bowser, der dich die ganze Zeit verfolgt hat. Ich meine, das sind alles Sachen, die jetzt so mehr oder weniger wiedergekommen sind, ne? Wir haben jetzt auch einen Modus mit einem riesigen Bowser angeblich. Wir haben jetzt auch irgendwas mit... wir sammeln hier auch Ministerne, wenn du so möchtest. Und ich fand den einen Modus, war das auch Super Mario Party? Nicht den normalen Modus, sondern den anderen, wo man sich frei bewegen konnte, ja? Stimmt, es war ja so eine Mine mit König Bob-Omb und diese Früchtewelt. Das hat eigentlich noch mehr Spaß gemacht als die normalen Bretter, zumindest in Super Mario Party. Ne? Also sie haben schon versucht, ihr ganz eigenes Ding aufzudrücken. Die haben ja auch Wii Party entwickelt. Das habe ich gespielt, aber nicht Let's Played. Gartenstecker in Waluigi-Form. Bitte, hast du es echt geschafft? Ist uns Flipperstar in die Verloren gegangen. Probier es jederzeit nochmal. Schön. Wir sind ein Team. Und deswegen, ich bin in den Cube nicht böse, dass wir versucht haben, was Eigenes zu machen, aber... Ja. Der Match ist hier vorbei. Versuch's doch mal. Damit meine ich, du darfst erst weiter, wenn du meine Frage beantwortet hast. Was möchte ich gerade werden? Supi-Dupi-Star? Minispielstar, Superstar oder Baustern? Ja, stimmt. Also gut, du darfst weiter, aber du bist dafür gefälligst dankbar, klar? Ach so, mit dem Ding hier kann ich nicht so viel anfangen, also kannst du es jetzt haben. Ich hätte vermutet, dass wir Bowser noch Bowser Jr. in der Bowser-Welt finden, nicht hier. Da scheint es mir eigentlich ganz in Ordnung zu sein. Falls du mal Streit mit irgendwem hast, ruf mich. Dann würde ich dir helfen. Ich kann dir nicht den ganzen Spaß überlassen, wenn es handfest zur Sache geht. Ja gut, aber wir spielen jetzt nicht sein Minispiel, ne? Sein Jamboree-Minispiel. Also komisch. Also niemanden scheint mir dir angezettelt. Ich würde dir gerne mal mit schlagfertigen Argumenten helfen. Gut, dann drehen wir unsere Runden und gehen mal ein Ründchen. Und deswegen, alle Mario-Partys haben so ein paar Vor- und Nachteile, aber heutzutage ist es ein richtiger Allrounder, das mag ich. Hallöchen, hier wird fleißig geschuftet, deshalb haben wir alle ganz schön Durst. Ich habe diesem Toad ein Getränk gebracht, aber auch die anderen Toads sollten was zu trinken bekommen. Könntest du den 5 Toads, die Kameras tragen, hier ein leckeres Glas Milch bringen?
Ah ja, ich bekomme die Milch von dir. Das ist doch schön. Dann werde ich die ausliefern. Milchlieferung Set. Wenn du alle 5 Toads mit Milch versorgt hast, dann melde dich bitte wieder bei mir. Ja? Und du hast was für ein Problem? Ich finde ja, dass der Rasen picobello aussieht, nachdem ich ihn gemäht habe. Könntest du eine Runde Balance... Balance-Golf spielen, um zu prüfen, ob er mir auch wirklich gut gelungen ist? Also, ich vergaß. Ich hab's tatsächlich mit dem Pro-Controller angefangen. Das ist natürlich suboptimal. Aber jetzt nehme ich den. Deswegen kenne ich das auch noch nicht. Leute. Das ist Monkey Ball-mäßig. Golfinsel neigen. Fantastisch. Neige und wiege die Golfinseln und lenke den Ball als erstes auf. Eigentlich wie das Item-Minispiel, nur halt als richtiges Minispiel diesmal. Stopp! Runde 1. Runde 1. Ja, ja. Und natürlich zu guter Letzt Bewegungssteuerung. Wobei es das auch natürlich schon bei Mario Party 8 gab. Und das mag ich ehrlich gesagt. Die Bretter bei Mario Party 8 waren sehr spaßig. Ich weiß nicht, ob ich da Nostalgie verklärt. Oh, bitte. Das vermassle ich. Ich schaff's nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Ah, doch, mit Schütteln. Okay. Alle warten auf mich. Das musste. Goomba ist der zweite und rückt mir damit auf die Pelle. Das reicht für den Sieg, obwohl ich einmal komplett reingeschissen habe. Ist okay. Also ich finde, bei Mario Party sollte man auch nie zu sehr eine Politik draus machen. Es geht immer noch nur um Mario Party. Selbst für Videospielverhältnisse ist es jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, besonders Impact oder imposant. Entweder du hast Spaß mit dem Spiel oder nicht, ne? Es finden halt teilweise, wenn neue Sachen versucht wurden, fanden es Leute schade, dass es nicht wie die alten Spiele ist. Und ja, muss man sagen, die sind ja auch... Nee, nicht alles war geil früher, das ist auch wahr. Das perfekte Geläuf, nicht wahr? Wenn du die Rasenqualität erneut testen willst, kommt die jederzeit wieder. Oh, Milch! Mit so einer Stärkung gelingt gleich jedes Foto. Na gut, dann haben wir drüber geredet. Ich dachte nur, beim Waluigi-Flipper muss ich die ganze Zeit also irgendwas aus den Fingern saugen. Ich hatte sogar noch ein bisschen mehr aufgebaut, so von der Intensität, aber... Wir reden jetzt. Der Tauschomat ist eingeschaltet und mein Laden erscheint einfach nicht. Könntest du den Tauschomaten vielleicht mal überprüfen? Er befindet sich vor der Tribüne. Tauschomat vor der Tribüne? Das mache ich mal eben. Dann kann ich auch sehen, ob da vielleicht noch ein Kameratoad ist, den ich noch nicht sah. Eigentlich war da keiner, hätte ich gesagt. Irgendwas ist am Tauschomaten nicht in Ordnung. Er lässt sich überhaupt nicht mehr ausschalten. Man sieht sogar Funken. Vielleicht kannst du das Gerät ja reparieren. Was meinst du? Relativ, ne? Wir können Schlimmeres verhindern. Indem wir auf die Lunte springen. Weil... Bomben! Deswegen. Ich sehe gar nichts! Was ist das für ein Scheiße? Ich sehe es nicht mal. Das Videospiel ist unbefriedigend. Macht schon Sinn und so. Aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Weil es ja trotzdem, egal was für Mühe du dir gibst, es geht ja trotzdem weiter. Ne? Die haben schon verschissen. Na prima. Gibt Sachen, die fühlen sich gut an. Und gibt Sachen, die fühlen sich nicht gut an. Egal ob sie gut oder nicht gut sind. Weil das Minispiel ist gut. Es fühlt sich nur nicht gut an. Alter, wir haben es ja fast. Bruder, weil. Die Map geht wirklich schnell. Ich mach die trotzdem noch 2 Parts, ne? Kein Grund zur Hektik jetzt. Danke, sieht aus, als hättest du den Tauschomaten erfolgreich repariert. Ist ja auch ein Minispiel? Nee, das hatte ich schon. Ich dachte. Wie schön. Naja, und über Mario Party Top 100 hat NDEcube ja dazu gefunden und... Ich hatte immer das Gefühl, die müssen darüber hinwegstehen, dass in der Vergangenheit schon mal was gut gelaufen ist bei Mario Party. Dass ihre eigenen Ideen nicht immer so mit Wohlwollen aufgefasst wurden. Du hast den Tauschomaten repariert, das ist ja großartig, vielen Dank. Dann kann ich endlich meinen Laden aufmachen und du hast dir einen Ministern verdient.
Und das hier bekommst du noch obendrauf. Großformat-Deko. Das Einzige, was man verbessern könnte, was am meisten nervt, ist halt, wenn du hier in dem Modus ein Minispiel verlierst, musst du wieder reingehen. Das ist wirklich nervig. Goldröhren optional machen. Das fände ich wichtig. Und ansonsten nochmal gucken, wie du richtig geniale Bretter machen kannst, wie in Mario Party 7 oder 8. Das waren irgendwie die besten. Da hatte Hudsonsoft irgendwie, das hat sich geil angefühlt. Hier ist es eher simpel und ja, die Ebbe und Flut macht nicht so viel Spaß, wie man meinen könnte. Ich will den Rennfahrer mit einem Pfeil die richtige Rennrichtung zeigen. Nur in welche Richtung soll es gehen? Ist dir klar, in welche Richtung auf dieser Piste gefahren wird? Falls ja, in welche denn eigentlich? Ja, jetzt nach links quasi. Na logisch, hätte ich mir ja selbst denken können. Vielen Dank jedenfalls. Ja, und wo ich halt auch drauf hinaus wollte, ist die Sache mit den Verkaufszahlen, meine Damen und Herren. Jetzt müssen wir das nächste Minispiel starten und dann sage ich was dazu. Ich würde gern testen, ob man mit dem Mototrom auch ganz besondere Rennen veranstalten könnte. Meine Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Könntest du bitte für mich das Kombolidenrennen testen? Falsche Taste. Ja, das mache ich sehr gerne, Paracoopa. Verkaufszahlen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, weil hier vor allen Dingen zu Super Mario Party eine klare Steigerung zu erkennen war. Dass das hier, ne, das was wir hier sehen, ne, ich denke mal, das verkauft sich jetzt typisch und so, aber wir sind am Ende des Nintendo Switch Lebenszyklus, wollte ich sagen, den habe ich gerade da weggeschoben. Ich kann nur links und rechts machen. Oben, vorne und hinten muss ich Birdo überlassen. Wir sind am Ende des Lebenszyklus der Nintendo Switch angekommen. Deswegen wird das Spiel hier sich bestimmt noch, wie immer, an Weihnachten verkaufen. Aber dann ab nächstes Jahr rapide nicht mehr. Während Super Mario Party sich natürlich auch stark in den Jahren danach noch verkauft hat. All die Jahre. Ja, sogar bis jetzt noch werden sich Sachen verkaufen. Ne? Also, das ist immer ein bisschen ungerecht, dass die späteren Spieler einer Konsolengeneration tendenziell es schwerer haben als die früheren. Aber so ist das nun mal. Ne? Das ist halt jetzt, ist nicht zu ändern. Sollten froh sein, dass es noch ganz gute Spiele gibt. Und eigentlich ist die Mario Party Serie, ne, sind kleine Fische. Das ist relativ schnell und einfach produziert und spielt Geld in die Kassen. Das hat Nintendo ganz besonders gerne. Es ist nicht so billig produziert wie WarioWare, das geht noch schneller und besser. Aber trotzdem ist es noch kein besonderer Aufwand, ne. Und die stellen einfach ND-Cube dafür ab. Und in D-Cube hat zuzusehen, wie sie das zu schaffen haben, wisst ihr? Das ist der Punkt. Ja, das ist dann schon so ziemlich alles. Danke fürs Ausprobieren. Man sah dir richtig an, wie viel Spaß es dir gemacht hat. Millionen Verkäufe wird es bestimmt knacken, aber nicht die anderen. Wie viel haben die schon? 10 Millionen oder was? Ah, Milch! So stelle ich mir perfekte Pause vor. Richte Wickler bitte ein Dankeschön von mir aus. Was tut man nicht alles für Milch? Danke für die Milch. Frisch gestärkt kann ich jetzt beim Einrichten der Kamera nichts mehr aufhalten. Jetzt habe ich die 30 voll, ne? Jetzt wird schon dunkel. Klasse, Wario. Du hast 30 Mini-Sterne oder mehr eingesammelt. Das muss belohnt werden. Oh ja, ich habe auch was Schönes für dich. Gleich hier entlang, bitte. Ich würde jetzt auf die Mini-Sterne aufpassen an eurer Stelle. Danke für all deine Hilfe. Klasse Sammelarbeit. 30 Mini-Sterne, das ist nicht von schlechten Eltern. Ich zeig dir gleich das nächste Spielbrett. Doch zuerst noch etwas anderes. Du hast dir was als Andenken verdient. Huch, der Himmel wird ganz dunkel. Was ist los? Oh nein, die Mini-Sterne. Das ist doch der Sumo-Bruder-Boss. Los, ihr Paracoopers. Diesmal werden wir die Mini-Sterne beschützen. Klemmt oder was? Ja, fantastisch. Ah, jetzt wurde auch noch einer der Paracoopers entführt. Der Sumo-Bruder-Boss hat nicht nur die Mini-Sterne geklaut, sondern den Paracooper noch dazu. Wenn es so weitergeht, werden wir nicht rechtzeitig mit dem Aufbau fertig. Das ist halt das Wichtige, nicht sein Leben oder so, sondern der Aufbau. Wer macht denn jetzt seine Arbeit? Bitte hilf dem Paracooper und versuche, die Mini-Sterne zurückzubekommen. Ich werde hier warten. Sag Bescheid, wenn du versuchen möchtest, dir die Mini-Sterne wieder zurückzuholen. Ja, wir machen noch eine Sache. Hier die Goombas, was habt ihr jetzt? Unser Transparent wurde weggeweht. Kannst du es suchen und uns bringen? Die hatten das vorher noch. Manche Sachen triggern sich scheinbar auch erst nach den 30 Münzen. Sternen.
Ich möchte mit Hilfe von Reifen verhindern, dass unerwünschte Wagen auf die Rennpiste gelangen können. Aber ich habe noch nicht genug. Wenn du einen Reifen siehst, könntest du mir bitte bringen? Einen Reifen bringen? Okay. Ich habe eine Picknickdecke gefunden. Sieh mal, wie kuschelig die aussieht. Sollen wir uns zusammen draufsetzen? Was? Das ist gar keine Picknickdecke, sondern ein Transparent? Obwohl das Ding so kuschelig aussieht? Wenn das ein Transparent ist, muss es wohl der Besitzer zurückbekommen. Könntest du dich darum kümmern? Irgendwie erinnert mich das Ganze auch gerade an Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen 2010 DS. Ich wollte das Ding sicher nicht klauen. Danke, dass du mich aufgeklärt hast. Dafür bekommst du einen Mini-Stern. Warum habt ihr welche übrig? Falls du irgendwann mal in eine Klemme stecken solltest, werde ich dir helfen. Notfallhelfer gefunden. Brenzlige Lage wird Shy Guy dir helfen. Okay, machen wir noch Sniffet-Minispiel. Im Meisterwürfel am Mototrom geht doch nichts darüber, den Fahrtwind im Gesicht zu spüren, stimmt's? Aber es geht noch wesentlich besser. Wenn du mal richtig vehementen Wild spüren willst, empfehle ich dir das hier. Ja, das Spiel kennen wir auch. Ja, und eine letzte Sache, die mich ein kleines bisschen stört an Jamboree, ist der Name. Oder generell die Namenspolitik der Mario Party Serie. Die finde ich tatsächlich. Also, ich kann mir das merken, aber denk doch immer an die Casuals, die sich nicht auskennen. Die sich denken: Hä? Super Mario Party? Mario Party Superstars? Jetzt Super Mario Party Jamboree? Ja, es ist teilweise doch ein bisschen albern auf der Brust, ne? Muss man sagen. Also, ich hätte das super gar nicht davor gestellt. Wenn du nicht mehr Mario Party 11, 12, 13 sagen willst, wie du halt angefangen hast, dann nenn's halt Mario Party Super und Mario Party Jamboree. Hätte vollkommen gereicht. Das sind aber nur meine Meinungen. Meine paar Cents in die Phrasenkasse. Dein Gesicht ist ordentlich durchgepustet worden, was? So sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Gut. Dann machen wir hier Cut. Nächstes Mal gibt es den Boss, die Komplettierung. Wenn wir schnell durch sein sollten, haben wir auch wieder Zeit auf dem Blaser für alles Mögliche, was das Herz begehrt. Danke fürs dabei gewesen sein und bis zur zweiten Hälfte hier auf dem Mototron. Im Partyhelfer-Modus. Leute, reißt euren Daumen aus und gebt ihn mir. Bis dann und ciao.